Am Dienstag, dem 3.8. um 19 Uhr, erreichte die Polizei Schweinfurt einen Notruf. Es wurde gemeldet, dass eine männliche Person im Main untergegangen sei. Die Person soll noch zweimal aufgetaucht sein und war dann im Main verschwunden. Sofort wurde die DLRG und die Wasserwacht verständigt, die den Main nach der Person absuchten. Auch die Schweinfurter Feuerwehr kam zum Einsatz, die mit einer Wärmebildkamera nach der verschwundenen Person im Main suchte. Die Suche musste ergebnislos bei Einbruch der Dunkelheit eingestellt werden. Warum der Mann an dieser Stelle ins Wasser ging, ist unbekannt. Man nimmt an, dass es sich um einen Suizid handelt. Bitte.